Zunächst aber noch gebe ich Ihnen eine schnelle Deep Learning Demo. Ja, also ein kurzes Codebeispiel, wie man sowas programmiert. Ja, und ich habe das nur, den Code nur gekopiert und pastet von irgendwelchen Tutorials, die online sind. Das heißt, Sie können das also auch, denke ich. Das ist also kein großes Problem. Zunächst, es gibt halt sehr viele verschiedene Open Source Toolboxen dafür. Und in der Informatik oder zumindest im Machine Learning ist es auch so, wenn eine Toolbox nicht Open Source ist, dann benutzt sie auch niemand mehr. Dann ist das irgendwie uninteressant. Das muss also frei verfügbar sein, sodass man mal mit rumspielen kann, sodass man also mit einem ganz niedrigen Einstieg ohne hohe Kosten kann man irgendwie loslegen. Und die zwei großen heißen PyTorch und TensorFlow und dahinter verbirgt sich die Firma Facebook und Google. Da kann man natürlich sagen, jetzt Igittigit, das will ich nicht und so, die haben dann hinterher alle meine Daten. Ja, aber so ist es nicht. Also das ist praktisch eine Toolbox, die Sie sich runterladen, auf Ihren Rechner installieren und dann können Sie die Netzwerkverbindung kappen, wenn Sie sicher sein wollen. Ja, dann stellen Sie Ihr WLAN aus und dann ziehen Sie Ihr Netzwerkkabel und das Ganze funktioniert trotzdem, weil das alles lokal bei Ihnen läuft. Und der Code ist auch komplett transparent, so wie ich mir angeschaut habe. Das heißt, Sie können sich den Source Code angucken und können gucken, ob da nach Hause telefoniert wird oder sonst wie. Und das ist eigentlich nicht der Fall. Sondern da geht es wirklich dann um die Toolbox. Ja, und warum veröffentlicht Google jetzt so eine super dokumentierte Toolbox wie TensorFlow für jedermann? Geben die da nicht ihrer Konkurrenz irgendwie einen riesen Vorteil? Nee, es ist eher so, dass diese Toolboxen untereinander konkurrieren. Und wenn Google jetzt seine Toolbox durchsetzt, ja, dass alle Leute TensorFlow benutzen, dann ist es natürlich ganz einfach für Google Leute anzustellen, weil die diese Toolboxen einfach schon kennen. Wenn das also an der Uni benutzt wird und die Studierenden das auch benutzen sozusagen, dann sind die gleich in dem Google-Universum drin und man freut sich. Deswegen hat Facebook halt so eine eigene Toolbox, PyTorch. Ja. Ist halt auch eine tolle Toolbox, die man benutzen kann. TensorFlow selbst, ich habe sie am Anfang benutzt, ziemlich viel mal, eine Weile, und ist aber relativ kompliziert zu benutzen. Man muss sehr viel Code schreiben, so sogenannter Boilerplate-Code, das ist also der Code, um überhaupt zu starten, der relativ unübersichtlich ist. Wenn man Tutorials hat, kann man das halt alles per Copy and Paste halt machen, ohne dass man jedes Detail versteht. Aber wenn man selber was verändern will, will man das dann doch irgendwie eine einfachere Sache haben. Und da ist PyTorch von Facebook eine sehr schöne Toolbox, mit der man sehr leicht irgendwie was programmieren kann im Bereich Deep Learning. Das basiert halt immer auch auf solchen Research Projects. Es gab halt vorher schon ein akademisches Research Project, was eine Toolbox Torch gemacht hat. Und die Leute haben das halt mitgebracht zu Google und dann wurde es halt nochmal mit erheblich mehr zu Facebook in diesem Fall, wurde es mit erheblich mehr Manpower poliert, nochmal verbessert, nochmal verschnellert, nochmal besser dokumentiert und so weiter. Also das sind die beiden Toolboxen, die man so heutzutage hat, womit alles stattfindet. Allerdings ist es oft so, dass das für den Laien, sag ich jetzt mal, der neuronale Netze trainieren will, ist es dann oft trotzdem zu schwierig, diese Toolboxen, und dafür gibt es dann halt so abstraktere Interfaces da drauf, sodass man also noch einfacher damit interagieren kann, und das ist zum Beispiel Keras. Und Keras basiert auf TensorFlow, aber es ist sehr, sehr einfach zu benutzen, ohne dass man sich mit den Details von TensorFlow beschäftigen muss. Und es gibt noch ganz viele andere, aber das sind so die größten. Und ich zeige Ihnen mal einmal so Code von Keras, wie das jetzt aussieht. Sie haben ja schon diesen sklearn-Code gesehen und gesehen, dass es, wenn man einmal das Prinzip verstanden hat, dass man seine Dataset in Trainings- und Testsets splittet und dann gibt es diesen Classifier, den wendet man dann noch an oder man macht noch Cross-Validation und dann ist es immer das Gleiche eigentlich, egal welche Methode ich verwende. Ja, und so ähnlich, auf einem ähnlichen Level ist halt dieses Keras zu benutzen. Und das zeige ich Ihnen einmal, wie das aussieht. Also dieses Beispiel jetzt hier, was ich jetzt hier, das habe ich einfach reinkopiert von diesem Link, der hier drin steht. Das ist also vom Keras-Team, das ist wieder irgendeine Gruppe. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, für welche Firma die arbeitet. Jedenfalls, die haben halt so ein vereinfachtes Interface für TensorFlow dann im Prinzip geschrieben, sodass man das noch einfacher benutzen kann. Schauen wir uns das mal an. Also das Ziel ist jetzt hier, ein neuronales Netz zu trainieren, was auf diesen MNIST-Ziffern trainiert wird. Ja, die MNIST-Ziffer, die zeige ich Ihnen mal. Das sind genau die hier im Hintergrund von diesem Bildschirmfoto sind. Das sind also alles handgeschriebene Ziffern, 60.000 Stück, von denen man also im Prinzip mitschreibt, welches Label das ist. Also man hat richtige Trainingsdaten für dieses Problem. Und auf den Daten kann man sowas dann ausprobieren, erstmal zum Rumspielen. Ja? Und wenn man das jetzt hier, das einfache Netzwerk, was ich Ihnen gleich zeige, wenn man das also trainiert, erreicht man damit schon 98%
Richtigkeit. Das heißt also nur in 2%, 1,6% der Fälle ist also eine falsche Zahl erkannt worden, was schon ziemlich gut ist. Man kann da noch sehr viel rausholen. Das steht jetzt hier drunter, wenn man das also irgendwie mit Parameter-Tuning, da kann man also noch irgendwie mit spielen, mit den Einstellungen von diesem Ding, mit den Stellschrauben, kann man noch was rausholen. So, als erstes, wie üblich, importiert man also seine Libraries. Hier steht jetzt noch so was Komisches, from future import print function. Ehrlich gesagt, verstehe ich auch nicht so richtig. Ich tippe mal, das ist irgendwas, eine Funktion, die es bald geben soll, die aktuell in Python noch nicht drin ist und deswegen muss man sie importieren von irgendwie so einem speziellen Modul, was underscore underscore future underscore underscore heißt. Und vielleicht in 2 Jahren kann man sich diese Zeile sparen, weil die Funktion print function irgendwie Standard geworden ist. Ich tippe mal, das ist irgendwie sowas. Dann gibt es diese Keras Toolbox, die wird erstmal so importiert. Und noch von so Subtoolboxen importieren wir noch so verschiedene Sachen. Wir importieren einfach so eine, von der Dataset Subsection von Keras können wir uns MNIST einfach importieren, dann haben wir die Ziffern schon drin, ohne dass wir sie uns selber downloaden müssen, sondern die sind dann einfach mit Teil der Toolbox. Und dann gibt es andere Sachen, das sind jetzt solche Layers, die man also dann aufeinander schichten kann. Ich male Ihnen das gleich mal an. Und ein Optimierer, das ist auch schon was Komplizierteres irgendwie. Aber das müssen Sie interessieren, was der genau macht. Das ist halt ein Optimierer, der sowas wie Gradientenabstieg macht, aber auf eine geschickte Art. So, dann werden noch weitere Sachen definiert. Da gehe ich nicht in alle Details ein, außer vielleicht Number of Classes 10. Ja, das sind also 10 Digits, ja, 10 Ziffern wollen wir unterscheiden. 20 Epochen, was ist eine Epoche? Das ist praktisch einmal trainieren, wo man alle Daten gesehen hat und das macht man 20 Mal. Man geht also 20 Mal über diese Daten während des Gradientenabstiegs. Ja, wenn Sie sich beim letzten Mal daran erinnern, der Gradientenabstieg, das war ja so ein Verfahren, um die Stellschrauben einzustellen. Ja, und wir gehen also einmal über alle Daten und währenddessen stellen wir die Stellschrauben ein und danach gehen wir nochmal über die Daten und stellen die Stellschrauben noch genauer ein. Und das machen wir 20 Mal. Ja, da können Sie sich vorstellen, das ist auch so eine Zahl, mit der man dann rumspielt. Und das hängt halt davon ab, wie viel Zeit Sie haben. Vielleicht ist nach einmal, ist es schon einigermaßen gut, aber dann lassen Sie es 20 Mal laufen, ist noch besser. Ist natürlich gut. So, dann gibt es den üblichen Befehl, irgendwie muss man den Trainings- und Testset splitten. Das ist jetzt hier schon eingebaut. Man lädt einfach die Daten rein und heraus kommen direkt 4 Gruppen, nämlich einmal die Bildchen, die X-Train und die zugehörigen Labels. Ja, und das gleiche nochmal für die Test. Das ist halt also schön, wenn jemand anders für uns veranstaltet, diese Dinger zu trennen. Ja, bei den Iris-Daten haben wir es immer so gemacht, dass wir dann die Iris-Daten alle reinladen und dann haben wir noch eine andere Python-Funktion von sklearn aufgerufen, die dann so einen Split in Training und Test macht. Das gibt es also hier schon direkt automatisch. Dann sind das ja irgendwelche Matrizen, ja, irgendwie sind da die Daten drin in den Spalten oder sonst wie. Aber wenn man sich die Daten genauer anguckt, sind die Daten hier, glaube ich, noch so kleine Bildchen. Das sind also 28 mal 28 mal 60.000 Matrizen, die man irgendwie noch abändern muss, sodass das passt. Das sind hier so Sachen, die man einfach dann auch copy-pastet von jemand anderem. Das ist jetzt was, da hat einer drüber nachgedacht, sodass es passt für diese neuronalen Netze. Ja, wird halt irgendwie auf die richtige Form gebracht und man muss scheinbar die Typen noch ändern. Und hier muss man auch normalisieren, ja, das heißt also X-Train gleich X-Train dividiert durch 255, das ist so eine Kurzschreibweise für dieses hier, dass man praktisch die Daten alle durch 255 nimmt. Warum? Ja, so Graustufen werden halt von 0 bis 255 abgespeichert und man möchte gerne Zahlen zwischen 0 und 1 haben in den Daten. Warum will man Zahlen zwischen 0 und 1 haben? Das ist irgendwie geschickt fürs neuronale Netz, ja, deshalb. Gut, dann werden noch irgendwelche weiteren Sachen gemacht, irgendwelche Tools von Keras. Das hat alles noch nichts mit dem neuronalen Netz zu tun. Das ist sozusagen so eine Art Pre-Processing, wo man die Daten irgendwie auf die richtige Form bringt, sodass sie gut zu dem neuronalen Netz passen, mit dem man dann arbeiten möchte. Und dann kommt das neuronale Netz. So, und dann sind wir auch schon fast fertig. Schauen wir mal. Also hier wird ein Modell erzeugt, und zwar ein Sequential Model. Ja, das ist jetzt eine Funktion aus der Keras Utility. Und sequential heißt, dass ich also mehrere Schichten hintereinander habe. Also am Anfang kommt ein Bild rein, dann wird irgendwas berechnet, irgendwas berechnet, irgendwas berechnet, irgendwas berechnet. Eine Sequenz von Operationen. Und diese Sequenzen, die kann ich jetzt im Folgenden definieren. Ich Model Add heißt, füge bitte einen Layer mit diesen Eigenschaften hinzu. Ja, und da sagen wir jetzt, das soll also so ein Dense Layer sein. Dense heißt fully connected, beziehungsweise jeder Input-Knoten ist mit jedem der
versteckten Knoten verbunden. Ja, ist also einfach so ein Linear Layer, wo jeder mit jedem verbunden wird. Und am Ende gibt es noch so eine Nichtlinearität, die heißt hier ReLU. Okay? Und das Ganze können wir uns jetzt auch als Bildchen mal aufmalen. Okay? Ich hoffe, das geht mit aufs Bild. Oder müssen Sie die Kamera verschieben? Also hereinkommt ein Bild, 28x28. Das wird jetzt gereshaped irgendwie zu einem großen Vektor. Und das ist jetzt ein 784x1 dimensionaler Vektor. Ja, weil 28x28 ist hoffentlich 784. So, und jetzt kommt der erste Layer. Und zwar möchte ich einen Dense Layer haben mit 512 Output-Knoten. Das heißt, hier habe ich jetzt 512 Knoten und da ist jeder mit jedem verbunden. Das male ich jetzt mal so. Das heißt also, die Zahl, die hier oben drin steht, ist eine Linearkombination von all diesen Zahlen und dann noch diese Aktivierungsfunktion drauf angewandt. Ja, was auch immer das war, das ist so eine Sigmoid-Function, die ReLU, die sieht irgendwie so aus. Das muss irgendwie noch so eine Funktion sein, die man noch anwendet. Das ist also der erste Layer, die erste Schicht, die wir ausrechnen. Schauen wir weiter, was wird als nächstes gesagt? Als nächstes gibt es eine sogenannte Dropout-Schicht, 0,2. Gut, haben wir gar nicht drüber geredet, aber das ist jetzt die nächste Schicht. Das heißt, wir haben wieder 512 und hier passiert sogenanntes Dropout. Und wenn ich Ihnen das jetzt erkläre, was das macht, dann würden Sie wahrscheinlich denken, wie kommt man auf so eine Idee? Der macht Folgendes, der löscht einfach 20% der Inputs und lässt nur 80% der Zahlen durch und der Rest wird zufällig gelöscht. Ja, also der zerstört Information, das macht dieser Dropout-Layer. Okay? Ja, akzeptieren wir mal. Oder, also gut, warum ist das irgendwie schlau? Der Grund ist, während des Trainings sozusagen möchte man halt eine robuste Lösung bekommen. Das heißt, der soll nicht irgendwie nur die Zahlen auswendig lernen, sondern der soll irgendwie generalisieren. Und komischerweise, wenn ich da so ein Störsignal drauf packe, so ein Rauschen, ja, dann wird sozusagen das gesamte Netzwerk ist dann irgendwie robuster. Das heißt, meinetwegen, um eine 5 zu erkennen, vielleicht spezialisieren sich hier so ein Feature drauf und hier so ein Feature drauf. Aber auch wenn dieses Feature sozusagen ausfällt, soll das Ganze noch funktionieren. Das heißt, durch so einen Dropout-Layer erzeugt man so eine Redundanz in den Features. Das ist also das Coole dadurch. Und wenn man diese Redundanz in den Features hat, dann hat man auch eine robustere Lösung, die besser funktioniert. Okay? Gut, was kommt als nächstes? Nochmal ein dichter 512 Layer. Also hier ist sozusagen eine große Gewichtsmatrix drin. Dann kommt nochmal eine große Gewichtsmatrix. Nehmen wir die mal W1 und das ist W2. Und heraus kommt wieder so ein Layer mit 512. Ja, da wird wieder irgendwas ausgerechnet und am Ende gibt es noch eine Nichtlinearität darauf. In diesem Fall wieder die ReLU. Dann gibt es nochmal einen Dropout Layer. Ja, das ist also wieder so ein Vergess-Layer, der einfach nur Sachen rausschmeißt, zufällig. So, wie geht es dann weiter? Kann ich auch da oben gucken. Und dann gibt es einen dichten Layer, jetzt mit einer anderen Aktivierungsfunktion, die heißt Softmax. Ja, und es sind nur noch Number of Classes als Output. Das heißt, dann kommt am Schluss so ein Ding, was die Sache auf 10 Zahlen reduziert. Und dieser Softmax-Aktivierung, die stellt irgendwie sicher, dass die Summe dieser Einträge am Ende gleich 1 ist. Ja? Das heißt, sind also solche Scores zwischen 0 und 1 und dann möchte man das so trainieren, dass der Score von der Zahl, was es dann wirklich ist, dass der möglichst groß ist. Okay? Und damit haben wir jetzt die Architektur von dem Netzwerk sozusagen angegeben. Ja? Wir geben also jetzt hier diese ganzen Bauteile, wie so Lego-Steine, bauen wir die einfach aufeinander und können jetzt hier mit den Zahlen rumspielen. Und da fragt man sich jetzt natürlich, ja, warum genau 512? Warum nicht 511 oder irgendwas? Da sind jetzt bestimmte Zahlen, die sind besonders beliebt. Das sind Zweierpotenzen, ja, also 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Da kommt das her, dass jetzt 512 da vorkommt. Ob das jetzt eine Relevanz hat, ich glaube, es hat keine Relevanz. Das würde auch wunderbar funktionieren, wenn ich das auf 512 ändere. Okay? Auf 500 ändere. Wir können das ja mal einfach hier machen. Ich kann das hier mal einfach hier irgendwie beliebig abändern. Ja, das Ganze wird trotzdem noch funktionieren, wenn ich das Ding gleich starte. Okay? Das ist also irrelevant. Dann wird eine Model.Summary, die gibt einfach nur was auf dem Bildschirm raus und sagt irgendwie, was das jetzt für ein Netz ist.
Dann wird dieses Modell kompiliert, compile, im Computer oder beim Programmieren heißt immer, ich habe ein Programm geschrieben wie dieses hier, so textmäßig, und dann gibt es ein Programm, das heißt der Compiler, der übersetzt jetzt die Textdatei von dem Kram, den ich geschrieben habe, in Maschinencode, sodass der Computer das ausführen kann. Ja, und dieser Compiler, der übersetzt jetzt sozusagen dieses neuronale Netz, was ja letztendlich ein Computerprogramm ist, ich habe Ihnen ja gesagt, was die Berechnung ist, Schritt für Schritt, das ist ja eine Art Computerprogramm, übersetzt das in schnellen Code, der schnell ausgeführt werden kann. Okay? Und bastelt da außerdem noch den Optimierer mit rein. Das heißt, dieser Optimierer, den ich auswähle, der macht gleich meinen Gradientenabstieg, organisiert er mir mit einer Loop sozusagen über meine Epochen und dann noch andere Sachen, die ich irgendwie einstellen möchte. Was für eine Loss-Funktion ich benutze und so weiter und so fort. Und damit ist das neuronale Netz fertig definiert. Aber es hat noch keinen einzigen Datenpunkt gesehen. Das kommt dann erst in dem Schritt model.fit. Und hier wieder genauso wie bei sklearn, die Funktion fit sozusagen füttert jetzt die Trainingsdaten rein in das Modell und das Modell verändert sich und adaptiert sich, sodass es die Trainingsdaten gut erklären kann. Ja, und da gibt man dann halt die entsprechenden Sachen ein. Batch Size, bla, Epochs, habe ich gar nicht erklärt und so weiter und so fort. Man übergibt diesem Fit auch Validation Data, die wird aber nur benutzt, um zwischendurch mal rauszuspucken, wie gut es schon ist. Die wird also nicht fürs Training benutzt, ja, die ist also hier nur optional. In dem Fit-Schritt wird also nur X-Train und Y-Train benutzt, um die Parameter zu verändern. Nur man will halt vielleicht zwischendurch mal gucken, wie gut das ist, damit man jetzt nicht dieses Modell jetzt für einen Monat lang auf dem Rechner trainiert sozusagen und dann stellt man am Ende fest, es ist irgendwie nur Müll rausgekommen. Deswegen möchte man zwischendurch immer mal schon mal so Reports haben, die dann sagen, ja, wir sehen also auch auf der Validation Set wird es immer besser und besser und besser. Oder ab einer bestimmten Stelle sagt man, jetzt höre ich auf, weil an der Validation Set wird es immer plötzlich wieder schlechter. Gut. Das ist also die Trainingsphase und die verbirgt sich jetzt hinter diesem Befehl fit. Da steckt also jetzt ein Gradientenabstiegsverfahren hinter mit einer Loop, wo dann Beispiele ausgewählt werden und so weiter und so fort. Und wir müssen uns aber gar nicht mehr drum kümmern, weil wir halt jetzt dieses Keras benutzen. Ja, dieses ein High-Level-Wrapper, der uns das Ganze so schön verpackt in eine schöne Kiste. Am Ende gibt es dann noch Model Evaluate, da wird sozusagen ausgerechnet, wie gut ist es denn jetzt am Ende auf neuen ungesehenen Daten. So, und das läuft so schnell, selbst auf so einem alten Laptop wie meinem, dass wir das einfach mal starten können. Und ich hoffe, das funktioniert. Funktioniert es jetzt? Ja, mein Rechner wird schon langsamer, merke ich. Ups, ich wollte eigentlich ein bisschen scrollen. Ups, er ist schon fertig. Import Keras, no module, das kann ja nicht sein. Das müsste eigentlich da sein. Das habe ich gerade installiert, aber ich installiere es nochmal. So, pip install Keras. Hoffen wir mal, dass es klappt. Alles klar, so, soll uns jetzt nicht weiter stören. Also ich habe es eigentlich zu Hause ausprobiert, aber wir machen es jetzt nochmal. So, jetzt soll es hoffentlich funktionieren. Ja, der läuft jetzt, da ist das jetzt gestartet, da ist das Sternchen. Sternchen heißt, der rechnet da gerade rum und wir können uns da jetzt den Output angucken, was da also so passiert. Zunächst mal, er meldet uns, wir benutzen das TensorFlow Backend. Das heißt, das Keras ist also so abstrakt geschrieben, da kann man also TensorFlow drunter packen, aber da kann man auch andere Toolboxen drunter packen, die also den Low-Level-Kram machen. Ja, das ist also egal. Der Code bleibt der gleiche. Dann sagt er uns noch, wie viel Training und Test-Samples es gibt. Prima. Dann das hier ist die Model Summary, wird einmal ausgegeben, dass wir wissen, was so rein und raus geht und so weiter, wie viele Parameter wir haben und so weiter. Und dann geht's los. Und jetzt rechnet er halt rum. Er macht 20 Epochen, das heißt, er geht 20 Mal durch die 60.000 Punkte durch. Ja? Und zwischendurch können wir dann immer schon sehen, die Accuracy hier bedeutet 92. Das heißt also, auf der Validation Set sind schon 92% richtig, nachdem er einmal alle Daten gesehen hat. Und nach dem zweiten Durchgang sind es schon 96%. Ja, das geht also relativ schnell hoch. Und das ist jetzt hier alles sehr schön visualisiert. Da stehen auch dran, wie viele Sekunden er braucht für eine Epoche. Können wir also hochrechnen, ob wir da jetzt drauf warten oder nicht und so weiter und so fort. Ja, und so kann man also so eine Toolbox benutzen. Da ist es also nicht schwierig. Das Schwierigste ist immer am Anfang ein bisschen diese Daten, man sagt auch massiert, die Daten zu massieren, ja, dass sie im richtigen Format sind. Und natürlich, man braucht hier ein paar von diesen Wörtern, muss man natürlich wissen. Ja, aber da kann man halt wieder auch einfach auf Webseiten gehen, wo Tutorials sind und man schaut, wo man ein ähnliches Problem hat, wo das jemand für einen ausge-X hat und dann nimmt man einfach den Code von jemand anderem und nimmt die eigenen Daten, wenn man sowas ausprobieren möchte. Ja. Gut, und jetzt rechnet das Ganze halt rum und wird immer besser und besser.
Nach 5 Epochen ist er schon bei 98%. Ja, das ist also schon ziemlich gut. Es geht nur bis 100%. So, das ist jetzt ein Beispiel für so ein Fully Connected Neural Network. Genauso kann man auch ein anderes machen. Ja, hier ist jetzt ein zweites Beispiel. Das erreicht sogar 99,25% Test Accuracy nach 12 Epochen. Und das ist erheblich langsamer. Das läuft jetzt hier nicht so schnell mal eben durch. Ich zeige Ihnen nur den Code. Der Anfang ist ungefähr genauso. Da wird auch so ein bisschen rumgerechnet, um das richtig zu formatieren, die Daten und so weiter. Das kann man am besten copy and pasten. Und der Unterschied ist jetzt, dass wir hier ein anderes Modell haben. Und zwar wird jetzt hier ein Convolutional Neural Network gebaut. Das ist also kein Dense Layer mehr, sondern jetzt kommt so ein 2D Convolution Layer. Ja, der hat halt entsprechend andere Parameter. Der hat also eine Filtergröße, die heißt die Kernel Size, 3x3. Das ist also der Filter, mit dem das Bild abgetastet wird. Dann gibt es noch die Frage, wie viele Filter ich habe und so weiter und so fort. Dann gibt es noch einen Max-Pooling-Layer, das ist ein Layer, der macht aus einem 100x100-Bild, macht er ein 50x50-Bild, in dem der immer so kleine Quadrate mit 2x2 Pixeln nimmt und sich das Maximum da rausholt. Ja? Das sind so Operationen, die irgendwie gut funktionieren, die sinnvoll sind. Also so eine Art Kompression. Ja? Und am Ende gibt es auch einen Dense-Layer, der das irgendwie auf die Anzahl der Klassen sozusagen runterrechnet. Das heißt, hier werden auch wieder irgendwelche komplizierten Berechnungen angestellt. Und wie man jetzt genau auf diese Form kommt, durchaus probieren, ja, beziehungsweise als Startpunkt etwas nehmen, was meinetwegen jetzt für die Ziffern funktioniert. Da habe ich eine andere Dataset, die so ähnlich ist mit Buchstaben. Dann nehme ich irgendwie das gleiche Netzwerk erstmal und spiele damit rum, ja, so dass man das halt einen Startwert hat. Gut, hier sind wir bei der 10. Epoche. Ich breche das Ganze jetzt allerdings mal ab. Sie sehen, die Toolboxen, die sind relativ einfach zu benutzen. Ja, das ist also wirklich nicht schwierig. Ja. Und wenn Sie hier auf diese, also man muss da einfach nur die Angst vor verlieren, dass man denkt so, schlimm Code programmieren oder sowas. Da hoffe ich, dass Sie in dieser Vorlesung so ein bisschen diesen Einstieg gekriegt haben. Also hier gibt es halt diese Beispiele. Dann gibt es nicht nur MNIST, sondern es gibt irgendwie CIFA, TEN und alle möglichen anderen Sachen. Was mit Text und Sequenzen, wenn Sie mit Texten arbeiten oder sowas, gibt es auch ganz viele Beispiele und so weiter und so fort. Und die Beispiele sind dann immer relativ gut dokumentiert auch. Ja, da steht also auch bei, was man da machen muss. Ja. Also das können Sie ja mal ausprobieren.